Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Taya the Crimson Eclipse. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir ganz schön viel zu tun haben? Ich werde mal diese ganze Computer-E-Mail-Gedöns-Sache, die wir da gekriegt haben, durchgehen. Weil wird sich sicher lohnen. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann noch ins Menü. Jetzt war hier noch was wegen dem hier. Und zwar. Doof, ich bin doof. Stop, genau. Wo war jetzt nochmal das mit den... Ach komm, Daniel, dein Kopf darf dich jetzt nicht im Stich lassen. Was bei... Wo hatte ich das nochmal gesehen, wo sich das die Erfahrung in Fähigkeitspunkte umwandelt? Bei was war das denn? Bin ich jetzt bescheuert? Sorry, Leute. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Warte mal. Ex-Leiste. Psyche. Geschickt. Ja? Wo war denn das nochmal mit dieser Fähigkeit? Boah, ich dreh gerade am Rad. Ich dreh gerade echt am Rad. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt wieder, was das war. Ich Vollidiot. Das war die Fähigkeit von diesem Gauntlet X. Genau, diese rapide Aufnahme. Aber dafür brauche ich ja die Waffe Gauntlet X und die habe ich ja gar nicht. Deswegen kann ich das ja noch gar nicht nutzen. Kurz gucken. Ne, ich habe nämlich nur Titanium und die Marta-Rose, aber Gauntlet X als Waffe habe ich ja noch gar nicht. Deswegen kann ich das gar nicht nutzen. Okay. Dann gehen wir als erstes zu den Mavericks. Das war jetzt nochmal welcher Kontinent? Mersen, ne? Müsste das gewesen sein. So, und hier müsste doch auch... Kraftwerk liefert Halt daraus Energie. Da waren wir alles schon, das weiß ich. Ah, war das auf dem anderen Kon... Ja, das war auf dem... Alter, ich kriege meinen Kopf nicht sortiert, sorry. Ich bin hier auch völlig falsch. Hier ist das Versteck der Mavericks nicht. Oh... Sorry. Sorry dafür, ehrlich. Das. Ich bin normalerweise nicht so kaputt, aber irgendwie ist mein Kopf gerade. War das Raikan? Kann auch sein. Klar, wenn sich das so zieht, werden wir auf 200 Folgen Taya kommen. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier wollte ich als erstes in der Altar. Äh. 26 51 von 99. Du hast 50 Geierscheine, hier ist deine Belohnung. Weiße Handschuhe. Ah, das ist wieder für wen bestimmt ist. Aber für wen?
Für Nadja, halbiert SP-Verbrauch und 120 Psyche plus. Das ist geil. Muss ich unbedingt mir merken, dass ich die hab. Unbedingt merken. So. Ancestor Villa gab es, glaube ich, nichts mehr. Da waren wir ja mal mit Ferion. Maverix. Da wollte ich jetzt hin, Maverix. Und nach Borgol müssen wir auch. Einen Moment. Muss kurz im Igel schreiben. Der kontaktiert mich gerade. Alles gut. Bin gerade am Aufnehmen. So, versteckte Maverix. Betreten. So, erstmal müssen wir zu Yellington. Da war was. Und dann noch zu Megan Ray. Wo ist er denn? Ah. Hey Yell, arbeitest du an dem, was ich denke? Hi Jungs, Albert, das hier ist unser neuer Freund Neo Corsa. Ist ja großartig, du arbeitest hier wirklich an diesem Roboter. Fantastisch, das bedeutet ja, dass du bald wieder kämpfen kannst, Albert. Ich bin so aufgeregt. Hey. Hey, langweil Neo Corsa nicht an, du Schwein. Nein. Wird nicht funktionieren. Was sagst du da? Ich sagte, dass dieser Roboter nicht funktioniert. Etwas fehlt. Wir brauchen nur noch 3 mechanische Teile und einen Diamant. Glaubst du nicht, dass noch etwas anderes fehlt? Naja, ich habe die Blaupausen gelesen. Blaupausen? Bist du Mechaniker oder was? Aber Sir... Blaupausen. Ha. Na gut, sehen wir, ob du wirklich nur diese Items brauchst. Ich bin jetzt neugierig. Was für ein Großkotz. Neue Mission. Mechanische Teile und ein Diamant. Ach, kriege ich natürlich nicht hier. Aber Bogetti ist ja auch hier. Da kann ich direkt vorbeigehen. Was für ein Großkotz. Kann ich den Typen nicht einfach rausschmeißen? 3 mechanische Teile und ein Diamant war es, oder? Oh, scheiße, ich habe ja kaum noch Geld. Habe ich was zum Verkaufen? Wahrscheinlich kaum, hä? So, sieht extra, es bringt zu wenig. Ich meine, die brauche ich alle nicht. Polsterte Jacke. Die Würmrüstung, die Titanrüstung. Scheiße, muss ich jetzt wirklich erst Geld anschaffen gehen? Scheint aber so. Vorher kommen wir hier erstmal nicht weiter. Da muss ich Geld anschaffen. Okay, schauen wir mal noch bei Megan Ray vorbei, was die von uns will. Hi Mac, was schaust du da an? Hey, ich habe gerade Radiosignale aus Karelet erhalten. Es ist ein Hilferuf, aber ich verstehe nicht, von wem es ist. Aus Karelet? Glaubst du, du weißt, von wem das sein könnte? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe eine Idee. Mac, wie genau seid ihr entlang geflogen, als ihr nach Haldoros seid? In Richtung Nordwesten. Dann flogen wir über das Verfallene Reich, bis wir in Mersen angekommen waren. Versuchst du uns zu sagen, dass die Überlebenden sind, die mit dem Rollin-Wing abgestürzt sind? Das würde Sinn ergeben.
Wenn das Flugzeug weiter nach Nordwesten geflogen ist, bevor es gelandet ist, dann könnte es in Karelet abgestürzt sein. Das müssen wir persönlich überprüfen. Kommst du mit mir? Klar, gehen wir. Okay, mal sehen, ob das eine Mission ist, die uns auch ein bisschen Geld einbringt. Dann würde ich nämlich einfach jetzt mal nach Karelet gehen und nach den Leuten schauen. Let's go! Ach, und im Borgul wollte ich auch noch vorbeischauen. Genau. Da muss ich jetzt aber erstmal schauen, wo ich die Dame treffe, die ich hier sprechen soll. Ah ja. Das ist gut, aber die unteren Geschosse müssen auch überprüft werden. Wegen den Scarlet Worms ist hier im Gefängnis kein Ort mehr sicher. Überprüft jede einzelne Zelle. Ihr dürft gehen. Möge Rion euch beistehen. Euer Hoheit. Ihr. Corporal Chesterfield? Beim heiligen Rion und seinem Vater, dem Schöpfer. Ihr schuldet mir keine Verbeugung. Ihr und Sheridan wurde zu Unrecht verurteilt. Wenn nicht die rechtzeitige Rettung eurer Freunde geschehen wäre, wäre die heilige Hand unseres Schöpfers mit dem Blut Unschuldiger verunreinigt. Ich bitte im Namen der ganzen Theokratie um Vergebung. Hoheit, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Genau wie die anderen Kaiser von Ariatale wurdet ihr von Mishra, unserem gemeinsamen Feind, dem Mörder von Levisoa, getäuscht. Ladimus hat mir von seinen ganzen Machenschaften erzählt. Er ist ein junger und starker Mann. Levisoa ist in sicheren Händen. Das Levisoanische Reich unterstützt uns so gut es kann. Nachdem uns Ladimus alles, was passiert ist, erzählt hat, haben sich alle Reiche geschworen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich fürchte, dass wir nicht die angemessenen Mittel haben, euch zu helfen, aber das Raikanische Reich wird euch bei allem, was ihr von uns verlangt, helfen. Vielen Dank, Hoheit. Eigentlich sind wir nur hier in Borgol, um die Lage wegen dem, was bei der letzten Hinrichtungsfeier passiert ist, zu überprüfen. Die Hauptstadt ist immer noch am Feiern, aber Borgul fiel den Scarlet Worms zum Opfer. Viele Ritter, die dem Gefängnis an diesem Tag gedient haben, sind nun beim heiligen Rion. Wir haben kaum mehr Ritter im Gefängnis. Selbst der Kommandant Keva Morris scheint, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Aufgelöst? Nein, das ist unmöglich. Was beunruhigt dich? Hoheit. Das letzte Mal, als wir im Borgul waren, sahen wir die Leiche von Keva Morris mit unseren eigenen Augen. Wir dachten, dass er von den Scarlet Worms getötet wurde. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Hier, auf der Brücke. Heiliger Rion. Was ist, wenn Keva noch am Leben ist? Er ist derjenige, der die Theokratie mit den Scarlet Worms in Verbindung brachte. Sie wurden zwar vernichtet, aber Keva lebt noch. Dieser Verräter muss unter allen Umständen erwischt werden. Überlasst diese Aufgabe uns, Euer Hoheit. Wir haben mit ihm noch eine Rechnung zu begleichen. Wir werden ihn jagen. Er könnte überall sein, Marzia. Wenn er so ist wie letztes Mal, als wir ihn sahen, wird er nicht lange überleben. Er muss immer noch hier in Borgul sein. Ich vertraue euch. Möge der Schöpfer euch begleiten. Oh! Also dürfen wir Keva Morris jagen. Hier in Borgul. Das finde ich gut. Oh, da ist versperrt. Ob wir den hier direkt finden? Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Hallo. 3000 Zenit, die kann ich sehr gebrauchen. Interessant. Dieser Laser strahlen eine extreme Hitze aus. Sie sind verdammt heiß. Es wäre schlauer, von ihnen wegzubleiben. Das ist ja interessant. Achso, warte mal. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen.
Aber sonst... Wo konnte man das denn umschalten? Ich hatte vorhin was gesehen. Hier komme ich nicht rüber. Da hinten, dieses Terminal. Da müssten wir ran. Ich komme hier aber nicht rüber. Ich werde die Kaiserin mit meinem Leben beschützen. Das ist gut. Müssen wir uns noch mal ein bisschen hier umsehen, ne? Wäre doch schön, wenn wir Keva noch mit in den Tod reißen können. Oh. So, dann wird er sich hier irgendwo verkrochen haben. Was? Hauptlichter deaktiviert. Aktiviere Notfalllicht. Oh nein. Was ist los? Was war das für ein Geräusch? Tod. Verdammt. Oh cool, kommen wir jetzt noch in irgendwelche Horror-Szenen. Hier können wir speichern. Da ist zu. Ah, hier war das Klo. Ich erinnere mich. Verkaufsautomat. Dieses Terminal kontrolliert die Überwachungskameras und das Licht im Gefängnis. Wir können es nicht benutzen, bis wir keinen Weg finden, um das Zugangssystem zu umgehen. Sehen wir anderswo nach. Da ist zu. Beziehungsweise aus. Jetzt müsste ich aber in den Bereich doch rankommen, wo, die Laser waren. Das heißt, ich muss zurück. Sieht aus, als würde sich die Tür nicht bewegen. Liegt wahrscheinlich am nicht vorhandenen Strom. Das ist ja super. Passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Oder wie ich immer sagen würde, unter jedes Nasenbein passt immer noch ein Ziegelstein. Eine automatische Tür. Ich habe dagegen gedrückt. Keine Bewegung. Wir brauchen eine magnetische Schlüsselkarte, um sie zu öffnen. Hey. Hey, wach auf. Verdammt. Ich bin verwundet. Was zur Hölle passiert hier unten? Ich weiß nicht. Muss ein Dämon sein. Ein Dämon? Ein Ungeheuer aus der Hölle. Verlangt nach unserem Blut. Versuch dich nicht zu bewegen. Wir holen dich hier raus. Sag uns einfach, wie wir den Strom wieder einschalten können. Der Raum nebenan geht an das Kontrollterminal. Aber nur unser Leiter hat den Zugangscode. Jetzt ist er tot. Und ich werde ihm bald folgen. Die Schlüsselkarte für diese Tür liegt neben den Treppen. Danke. Warte hier, wir kommen zurück. Verdammt. Ja, ich glaube, der sagt gar nichts mehr. Neben den Treppen.
Aber damit können wir ja noch nichts anstellen. Okay, ist auch egal, wo ich hinklick. Sagt er immer das Gleiche. Alle tot. Er atmet nicht. Tot, tot und toter. Okay, da muss ich jetzt gucken. Neben den Treppen. Also hier komme ich nicht raus. Ah. Borgul Schlüsselkarte. Bin mal gespannt, ob hier jetzt noch irgendwelche Jumpscares kommen. Oh, Moment, hier bin ich falsch. So, jetzt müsste ich doch das Terminal benutzen können. Achso, ne. Muss ich erst die Tür aufmachen, da dann ran und dann das Terminal benutzen. Entschuldigung. Was? Mami? Das gefällt mir nicht. Gut! Solche Szenen sind ganz untypisch für das Spiel. Das ist wie unterwegs in Düsterburg. Ab Rabenstein ist einfach nur noch düster. Speichern. Hm? Ah, hier. Ich kümmere mich darum. Mist. Ach Gott. So, geht doch. Na, wenn das nicht mal Kewa ist. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was er da abbekommen hat, aber... Wahrscheinlich wurde er wirklich umgebracht, aber hat dann noch eine Dosis von dem Orihalkon bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. So. Terminal, Terminal, Terminal. Jetzt, wo wir das System durch das andere Terminal umgangen haben, können wir den Generator reaktivieren und den Strom wieder einschalten. Hauptlichter reaktiviert. Schalte Notfalllichter aus. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch... Verdammt, wir sehen lieber schnell nach, was passiert ist. Will ich das? Ich werde hier mal speichern. War das hier? Oh, ich kann wieder zurück. Oh nein, dieses Monster muss ausgebrochen sein, als das Licht angeschaltet wurde. Die Kaiserin ist in Gefahr. Gehen wir zu ihr. Kaiserin! Aber das ist... Das ist unmöglich. Es ist Kewa, oder?
Wow! Hilfe! Analyse bitte. Keva Morris, 100.000 HP. Typ Abscheulichkeit, Schwäche, Blitz und Zart. Resistenz, Elemente, Status, Schwerkraft. Huiuiui. Was? So wenig? Ballert. Ich bin hier viel zu früh. Aua. Das ist Endgame-Content. Aber ganz harter Endgame-Content. Shit. Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich müsste ja den Ort verlassen können noch. Das müsste ja gehen. Das wäre ja sonst quasi Gamebreaker. Oder halt früheren Spielstand nehmen. Also ich hoffe, er lässt mich jetzt gehen. Ist die Kaiserin halt in Gefahr? Muss er sich gedulden? Ja, man kann gehen. Gott sei Dank. Ah, oh, ich hoffe, die anderen Missionen sind nicht auch so brutal. Ey, wenn das alles Endgame-Content ist, muss ich mich ja erstmal sonst wie hochleveln. Heilige Scheiße. Ja, okay. Gut, dann, wissen wir erstmal Bescheid. Okay. Jetzt erstmal wieder beruhigen hier. Das war ja übel. So. Aber wie machen wir das dann am besten? Also wir müssten zum Beispiel ja eh zu Adam nochmal in der Wüste. Da habe ich ja auch noch einen Jagdauftrag offen. Ich glaube, die Monster wären noch ganz gut, um sich einfach noch ein bisschen zu leveln. Ach, das war nicht hier, oder? Scheiße. Es war Karelet. Es war Karelet, nicht Mersen. Mann, wieso bin ich so scheiße? Der Daniel, der ist ein bisschen doof. Heute ein bisschen besonders doof. Aber ey, sowas passiert. Das war der geheime Gang. Das war die Arena, die mich ja auch schon abgefuckt hat. Was ist denn hier unten? Höhle der Überlebenden. Ah, okay. Die Unterkunft der verlorenen Crew. Da werden wir definitiv auch noch reinschauen. Kann ich eigentlich auch jetzt reinschauen. Bin mal gespannt, ob es mich da genauso wegflattert oder... Aber vorher... Wer seid ihr? Wir sind es. Wir haben euch endlich gefunden. Mac, ich kann es nicht glauben. Habt ihr unser Notsignal erhalten? Ja, es war ein Wunder. Wie viele von euch sind hier? Sind alle in Sicherheit? Nein, hier sind nur wenige. Wir wissen nicht, was mit den anderen ist, aber wir sind nur zu acht. Einer ging nach draußen, um Hilfe zu suchen, aber der kam nie wieder. Jetzt, wo ihr hier seid, wird alles wieder gut werden. Gehen wir. Wir bringen euch zurück zum Albatros. Ich fürchte, wir können noch nicht gehen. Können wir nicht? Warum nicht? Einer von uns hat sich weiter in die Höhle geschlagen, um vielleicht etwas zu essen oder einen anderen Ausgang zu finden. Wie lange ist er schon weg? Nur wenige Stunden. Aber normal kommt er schon nach einer halben Stunde wieder. Ich fürchte, dass etwas geschehen ist. Etwas? Du meinst, dass er sich verletzt haben könnte? In dieser Höhle gibt es einige Kreaturen, die, wie es aussieht, nur aus Fels bestehen. Außerdem gibt es hier Orihalkon-Kristalle. Orihalkon? Diese Höhle ist eine Falle. Was könnt ihr uns über diese Kreaturen sagen?
Nicht viel. Wir wissen nur, dass sie ihre Erscheinung ändern können und von einer roten Aura umgeben sind. Deswegen nennen wir sie Orihalkon-Elementare. Wir müssen weiter in die Höhle, um den vermissten Überlebenden zu finden. Diese Elementare könnten gefährlich werden. Ihr würdet es wirklich tun? Oh, vielen Dank. Legen wir los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Hoffentlich geben die genug EP. Eine Truhe. Mit Blumenextrakt. Und noch eine Truhe. Mit Heilscherben. Ist das die Höhle? Sieht minimal danach aus. Ja, komm mal her. Ich will mal schauen, was ihr drauf habt. Okay. Noch mal eine Analyse. 5000 HP. Typ Parasit. Aha, okay. Alles klar, schauen wir mal. Okay, damit kann ich leben. Ja, ja, benutzt deinen Skill. Machst ja leider keinen Schaden. So, geben 6000 EP. Das ist okay. 1000 Fähigkeitspunkte, ein bisschen Zenit. Damit kann man leben. Servus. Vakuum und Angriff. Passt. Seelen bekommen wir da. Das finde ich gut. Wächterserum. Okay. Tschüss! Oh Leute, was ist denn das für ein Vieh? Aua, die können zuschlagen. Ach nee, jetzt hat er nicht genug SP für Schmerzheil. Ich glaub's hackt. Jo, 4000 Schaden. Ey, hat Schaden gemacht. Bin ja richtig stolz. Okay, ich denke zum Level und ein bisschen Fähigkeitspunkte sammeln und so. Gar nicht schlecht. Ach, warte mal. Ach Gott, wenn ich jetzt Map wechsel mache, ist das Vieh wieder da, oder? Ah ne, ich habe die Truhe unten geholt. Okay. Da haben wir noch eine. Biobombe. Hallo. Aber ich sag euch, ne, wenn Altilia genauso krass ist wie Kevin Morris gerade eben, da habe ich aber ganz schlechte Karten. Seelenquarz. Down. Wie Paralyse, nix hier. Und noch mehr Level-Ups. So sehe ich das gerne.
Was haben wir da oben? Die Gruppe wieder. Zählt ihr als Parasiten? Kann ich auch nur gegen einen verwenden. Scheiß drauf, greif einfach an. Nein, Gravitas. Ne. Hey, das war gar nicht so schlecht. Boah. Was war das nochmal? Schade, Giga um ein Viertel ihrer HP. Stimmt, da war was. Nice. Stirb! Achso, weiter hoch wollte ich. Haben wir da noch eine Truhe? Nee, eine Geierscherbe, auch gut. Mehr Gegner, da möchte ich vorher aber ein bisschen heilen. Hier, zack. Bisschen altes Heilquarz verbrauchen. Hui! Okay, da würde es weitergehen. Angreif! Oh Gott, Sai kippt ja auch schon wieder. Sai, sag ich schon. Sef! Mann, heute noch den Charon-Stream geschaut. Da hängst du erstmal im falschen Universum drin. Schaden. So, da haben wir noch eine Truhe. Eine Falun-Seele. Ah, sehr schön. Bärenkern. Cool. So, was erwartet uns da oben? Aha, hier kann man speichern. Das werde ich auch definitiv tun. Heilopal. Der Rest kann man so über Wasser halten. Mit ein paar Heilperlen. So, dann speichern wir mal. Dann gucken wir mal, was hier für ein Wesen auf uns wartet. Da ist er ja. Hey, wir sind hier, um dir zu helfen. Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Mac! Was ist nur in ihn gefahren? Es muss die Schuld von... Oi! Dem hier sein. Ein Orealkon-Kristall, das die Kontrolle über Dinge und Menschen übernimmt? Nach all dem kann ich nicht behaupten, ich sei überrascht. Dieser Kristall muss zerstört werden. Das ist der einzige Weg. Oh Gott. Okay, ich bin gespannt. Oh, es wäre schön, wenn ich damit treffen kann. Daneben. Analyse. Orihalkon-Elementar, genau, das sind die mit den 10.000. Ja, Typ magisch, Schwäche, bla bla, Resistenz, träge Wut. Orealkon-Kern, 50.000 HP. Typ Golem, das ist sehr gut. Schwäche Blitz und Zart. Okay.
Okay. Nice. Reptilienabscheulichkeiten. Schadet Biestern, fliegenden Parasiten. Hilft mir leider nicht. Also einfach Angriff. Aber damit macht sie ja schon sehr gut Schaden, wenn sie trifft. Aua. So, du gehst direkt auf den Boss. So, einer weg. Ah, fuck. Ja, mach du das. Lebensquarz, Lebensperle. Aua. Ja, ich muss Heilscherben verwenden, sonst wird's zu hart. Das ist doch nur schon mal eine schöne Challenge zum Schluss dieser Folge. Wow. Nee, du machst weiter. Schmerzheil. Boah. Scheiße. Ich habe gar nichts, was irgendwie Statusveränderungen heilt, oder? Doch. Ja, halt Schwäche, Zarte, Bremen. Brauch was gegen Wut. So, und du gibst ihm jetzt bitte noch ein paar SP. Und du heilst ihn. Und du heilst dich mal selber mit einer schönen Goldscherbe. Aua. Sehr gut. Ah. Ihn brauchen wir. Ja, der muss ich jetzt erstmal. Jeder heilt sich gerade mal gegenseitig. So ist gut. So, wer ist dran? Okay, er ist dran, das ist sehr gut. Seelenperle. Also arg weit sollten wir es eigentlich nicht mehr haben. So, ich hoffe, dass das uns relativ weit bringen wird. Dass sie ihren Ekstaseangriff hat. Gottesklinge!
Passt. Sieg! Meeresumhang gefunden. Sehr schön. Fett Level-Ups. 10.300 Zenit, 8.000 Fähigkeitspunkte. Ja. Hey, geht es dir gut? Ich habe starke Kopfschmerzen. Was ist passiert? Ihm geht es gut. Schnell, gehen wir zurück zum Lager. Ja, bitte. Heiliger Rion, du bist noch am Leben. Nur dank Megan Ray, Gallien und ihren Freunden. Wir haben nicht viel getan, der ganze Verdienst geht an unser Team. Ist dem nicht so? Wir mussten es probieren. Ihr Leute seid uns sehr wichtig. Ihr habt uns gerettet. Das werden wir euch nie vergessen. Wir packen unsere Sachen und verlassen diesen Ort sofort. Gute Idee. Hey, Gallien. Was stimmt noch nicht mit ihm? Das wüsste ich auch mal gern. Gallien. Gallien, geht es dir gut? Ja, es ist nur das. Ohne das Genesis fühle ich mich nutzlos. Ich habe alles verloren. Meine Arbeit, meine Karriere, meinen Ruf, meine Familie. Und nun bleibt mir nicht einmal das Einzige, was mich nicht nutzlos dastehen lässt. Die Scarlet Worms waren natürlich Verbrecher, aber ich habe ihnen das Genesis zu verdanken. Dank dem ich Seth und den anderen weiterhelfen konnte. Jetzt habe ich das auch noch verloren. So kann ich niemandem mehr helfen. Ich will wieder dazu in der Lage sein, helfen zu können. Lass uns das Genesis einfach nachbauen. Und wie gedenkst du das zu tun? Mit dem Orihalkon, das wir in dieser Höhle gefunden haben? Gib mir Zeit, es zu analysieren und dank des Wissens von Christopher Weisen werden wir in der Lage dazu sein, es zu rekonstruieren und vielleicht sogar zu verbessern. Denkst du, dass es möglich ist? Ein Versuch ist es wert. Ich stimme zu. Dann mal ran ans Werk. Und auf einmal war er happy. Hier, jetzt sollte es funktionieren. Ich spüre gar nichts. Gib ihm etwas Zeit. Ja, jetzt fühle ich mich ein wenig seltsam. Es braucht ein paar Stunden, um die volle Leistung zu erreichen. Ich habe einige Veränderungen getroffen. Im Gegensatz zum Modell des Scarlet Worms schlägt dieses hier parallel zu deinem Herzen. Als hast du dieses Mal sogar zwei schlagende Herzen. Danke dir, Mac. Das rechne ich dir wirklich hoch an. Hör mir zu, Gallien. Ich wollte dir danken, dass du mich von dem Jungen in der Höhle beschützt hast. Du hast mich gerettet. Danke. Komm aber nicht auf falsche Gedanken, Mac. Ich weiß, dass es unentschuldbar ist, was ich getan habe, aber ich wollte dir nur sagen, dass nicht ein Tag vergangen ist, an dem ich nicht an dich und unsere Tochter gedacht habe. All diese Jahre war ich von Reue erfüllt. Ich wollte zurückkehren, aber da war ich schon ein Krimineller. Ich konnte nie nach Levisoa zurückkehren. Ich bitte dich nicht um Verzeihung dafür, dass ich dich und Allison verlassen habe. Ich bitte nur um Verständnis. Ich werde dein Vertrauen wiedererlangen, Gallien. Gib mir etwas Zeit. Mac. Actionfigur Gallien. Gallien tritt dem Team als Extra-Charakter bei. Juhu! So gut! Jetzt will ich mal das Tauschmenü. Ja, da ist er. Level 50? Der ist Max-Level? Lass mich das mal kurz analysieren. Nee, das ist nicht Max-Level. Aber es ist schon sehr hoch. Ori-Wasser Level 3. Ja gut, durchdringen, Gen-Chaos, Scharlach-Aura. Das kennen wir ja. Okay. Beginnt jeden Kampf mit zufälliger Statusveränderung. Juhu! Witzig. Okay. Dann werde ich hier mal speichern und die Folge für heute beenden. Oh, wir haben noch einiges zu tun, aber das war schon sehr geil heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.
Adios.